Ja, meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei City Skylines. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe den Part Nummer 29 oder was wir jetzt gerade machen, schon einmal aufgenommen eben und hatte das unerfreuliche Problem, dass nicht aufgenommen wurde, beziehungsweise, dass ich vorher nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Das ist mir auch noch nicht so oft passiert und habe dann einfach munter losgelabert und ja, habe den ganzen Part quasi durchgelabert und gespielt und aber das Spiel wurde nicht aufgenommen. Insofern, es ist aber nicht so schlimm, weil ich halt nach jedem Part einmal speichere. Das heißt, ich nehme jetzt einfach wieder den Speicherstand von vor dem Part und wir sind also ganz normal da, wo wir am Ende des letzten Parts waren. Nur, dass ich halt schon ein paar Sachen gemacht hatte, die ich jetzt nochmal machen muss. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dadurch weiß ich schon so ein bisschen, was wir machen möchten. Zum Beispiel hatte ich mal überlegt, weil wir hatten ja diese U-Bahn so schnörkelhaft hier gebaut und dann haben wir da eine Station, das ist ja auch soweit ganz gut und die wird ja massenhaft benutzt, die U-Bahn. Wenn man hier schaut, das sieht einfach so gigantisch aus. Zack, kommen da die riesen Menschenmassen raus und hier brennt gerade unser Bahnhof. Ich hoffe mal, dass die Feuerwehr das klärt. Ist aber schon unterwegs, weil unser Bahnhof brennt sonst ab. Wäre ganz gut, wenn ihr euch darum kümmern würdet. Hallo. Nicht im Kreis fahren, ihr sollt den löschen. Ah, jetzt machen sie es. Komm, parken da und laufen bis nach da drüben. Na gut. Solange sie den löschen, bin ich ja zufrieden. Ja, also eine weitere U-Bahn-Station, das war so der Plan. Hier oben hin, weil das ja sich genau anbietet. Dann haben wir nämlich... Ah! Genau, und den Meilenstein. Hatte ich schon eben gesagt, beim ersten Aufnahmeversuch, den hätten wir am Ende des letzten Parts eigentlich noch locker kriegen können. Dafür gibt es wieder ein neues Gebiet und ein Kernkraftwerk, was ich aber nicht so richtig benutze, weil, bin ich jetzt nicht so der Fan von. Wir haben ja eher saubere Energie und kommen damit klar. Also 36.000 Leute. Und es gibt wieder ein neues Gebiet und ich schalte frei das da oben. Dann haben wir nämlich da schon den Platz, um da demnächst die, Kreisstadt irgendwann mal zu bauen, wenn die Insel fertig ist. Und ja, dann hätten wir jetzt noch das da unten und das da oben und dann hätten wir schon 9. Dann hätten wir alle Felder zumindest freigeschaltet. Natürlich bei weitem noch nicht bebaut. Bebaut haben wir jetzt gerade ungefähr 3 von den 6, die wir haben. Von den 8, die wir... Wie viel haben wir denn jetzt? Ne, 7 haben wir. Haben wir bisher 3 von bebaut ungefähr. Und ja, aber es ist ja sowieso, durch den Mod haben wir ja Platz für 25. Insofern haben wir da gar keinen Stress und Platzprobleme, die wir irgendwie kriegen könnten. Aber erst einmal baue ich jetzt hier drüben die U-Bahn. So, warte mal. Da soll noch eine weitere Station entstehen. Also das kommt einmal weg, dann kommt hier eine U-Bahn hin, was eigentlich ganz cool ist, so. Und dann binden wir die noch an hier mit denen. Sieht ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, das funktioniert trotzdem. Jetzt würde ich nur noch schauen, dass wir da die Anbindung noch machen. So, und dann halten die da auch beide. Das sieht jetzt hier sehr seltsam aus, war beim letzten Mal genauso seltsam, aber es müsste eigentlich funktionieren. Genau, die fahren da trotzdem lang. Und halten theoretisch auch, ich glaube jetzt gerade halten sie noch nicht, weil sie keinen Strom haben. Kann das sein? Geben wir denen doch einfach mal Strom. Mal gucken, ob sie dann halten. Sollten eigentlich. So, ja, jetzt halten sie. Okay, und damit ist da die U-Bahn-Station gegeben. Die hatte ich, wie gesagt, gebaut. So, und dann würde ich jetzt noch ein weiteres Busdepot bauen. Wir haben ja bisher nur das da und das da ganz oben. Aber halt hier so in dem Viertel, in dem Bereich würde ich auch noch mal eins bauen. Jetzt überlege ich nur gerade, wo hatte ich das hingesetzt? Ich glaube, ich hatte hier erst noch weiter... Hatte ich die noch weitergezogen, die Straße? Ich weiß es gar nicht genau. Naja, okay. Ich weiß sowieso nicht mehr alles, was ich gemacht habe. Dann habe ich hier, die U-Bahn-Station hatten wir ja schon, genau. Und die wird auch gut benutzt. Da würde ich aber jetzt nochmal so einen kleinen Fußweg langsetzen. Da bin ich ja sowieso ein riesen Fan von, jetzt seitdem ich die entdeckt habe. Hier so rüber, dann können die Leute da auch lang gehen, wenn sie rauskommen. Da haben wir wieder ein bisschen Abkürzung. Dann brauchen wir natürlich auch weitere Gebiete. Von mir aus gerne weitere Gewerbegebiete, wenn die da irgendwie gerade Bedürfnisse nach haben anscheinend. Dann würde ich jetzt auch mal hier die Stromtrasse wegmachen. So, erstmal weg. Die können wir ja gleich wieder setzen, wenn die noch benötigt wird. Und dann einfach hier mal Büros hinsetzen. Wobei zum Beispiel hier so diese ganz kleinen Flächen, das muss ja nicht sein. Da kann man auch einen Einerpark hinsetzen. Da muss ja kein Einergebäude hin. Ich bin ja sowieso diese Einerparks und so, die ich da habe mit dem Mod, die finde ich ja echt ziemlich cool. Kann man ja auch ganz gut hier auf so kleine Abgründe setzen und sowas. Ist natürlich wirklich schön, hier so ein kleiner Spielplatz mit Bäumen direkt an der Autobahn und so, aber es wird ja benutzt. So, was sagt der Strom? Ist schon übergeschlagen, genau, perfekt. Dann brauchen wir den ja auch nicht mehr hier. So. Dann würde ich jetzt hier noch die Flächen mal füllen, die wir hier so haben. Da kann man dann wieder hier so in die Einerfelder ruhig ein paar Parks setzen. Oder da ist auch so ein Zweier. Wobei, der passt nicht ganz. Haben wir noch irgendwo einen Einer oder so? Nö, ne, jetzt gerade nicht. Da sind noch kleinere, aber das hält ja alles soweit. Ist ja alles soweit ganz gut. Schön. Okay.
Von mir aus können wir auch die Straße hier schon mal fortsetzen. Ist das eigentlich eine... Ach so, das ist eine Einerstraße, ja, ja. Also so mit einer Baumreihe. Können wir ja ruhig machen. Ich würde die halt einfach weiter an den Gleisen entlang führen. Sozusagen so, aber jetzt will er da wieder zu nah an die Gleise ran. Insofern machen wir erstmal so. Und dann können die ja ruhig von mir aus hier noch weiter durchziehen. Ja, da will er jetzt nicht genau dran. Doch, will er doch. So geht's. Okay. Die Stromleitung ist noch gegeben. Das ist gut. Und dann würde ich jetzt sagen, bauen wir noch ein Busdepot irgendwo hin, wo es denn mal passt. Hier will er überall nicht so richtig hin. Soll natürlich auch eigentlich nicht zu sehr in die Stadt rein, weil es macht ja auch Lärm und Dreck und so. Machen wir es mal dahin. So. Also ein Busdepot, ein neues. Hat auch Strom, glaube ich. Und es wird auch weitergeleitet, der Strom, richtig? Das zählt noch, genau. So, und dann würde ich jetzt einfach mal hier so ein paar neue Buslinien in unserem neuen Stadtteil ziehen. Von mir aus also eine direkt mal hier von der U-Bahn. Und dann einfach verschiedene Linien und so, dass die halt auch sich, dass sie halt da umsteigen können. Jetzt werden sie gleich alle glücklich sein, denke ich mal. So, da ist auch eine U-Bahn-Station, da können sie auch wieder hin. Da würde ich vielleicht nicht lang fahren, weil sonst da zu viel Stau entsteht. Aber vielleicht einmal eine, die grob so außen rum fährt, so wie die jetzt hier. Würde ich dann allerdings umbenennen wieder. 111 haben wir noch nicht. Und das Ganze zum Beispiel mal in weiß. Kann man ja auch mal machen. So. Und dann natürlich auch innerhalb noch. Oder halt mal so in die andere Richtung von der U-Bahn aus. So, hier rein zum Beispiel. So, dann einfach mal hier so lang. Also, dass wir halt verschiedene Straßenteile abgedeckt haben. Das wäre mir ganz lieb. So, wunderbar. Haben wir wieder eine voll. Nächste Linie. Und dadurch sind die natürlich auch wieder glücklicher jetzt. Und kriegen hier ihre eigenen Buslinien. Und die kann man zum Beispiel auch mal in... Ja, was haben wir denn noch nicht so viel benutzt an Farben? Grün haben wir schon verschiedenste. Aber so ein helles Grün haben wir noch nicht so richtig. Ups, jetzt habe ich hier irgendwelche Stationen gesetzt, glaube ich. Nee, noch nicht. Okay. So, haben wir das auch. Dann noch eine Linie vielleicht so. Hier entlang. Ups, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ach so, wenn er da... Ach so, ja, dann geht er ja nur so rum. Ja, zum Beispiel mal so. Ist jetzt keine lange, sondern die fährt hier so ein bisschen im Block. Aber die können ja umsteigen dann. Beziehungsweise, nee, wir machen die noch ein bisschen länger. Machen wir die so. Und dann setzen wir die. Warum fährt der denn jetzt? Ach so, jetzt fährt er einmal im Kreis, weil der da lang möchte. Nee, das soll natürlich nicht sein. Dann, warte mal, der fährt jetzt nach dort. Nach dort und dann aber nochmal nach rechts und wieder im Kreis, oder was? Jetzt ist richtig, so. Genau, da fährt er jetzt so lang. Haben wir das auch, beziehungsweise... Ich würde sagen, wir ziehen die noch nach hier. So. Und dann die Station, wo ist denn da noch eine? Da ist doch noch irgendwo eine Station. Nee, jetzt habe ich eine neue Linie gemacht. Warte mal, der fährt doch jetzt so... Da entlang, der fährt da entlang, der soll aber ja nach da drüben fahren. Fährt aber in die falsche Richtung. Das heißt, da muss das hin. So, jetzt haben wir es richtig, genau. Die ist jetzt eine Linie, stimmt das? Das ist eine Linie, genau. Und dann kann der aber noch zum Beispiel hier halten. Und der kann, da hält er schon, da hält er schon. Dann kann er da noch halten, so, und dann hält er da. Und dann soll er aber halt noch hier lang. Nee, da macht er wieder den Umweg. Also machen wir es so, lassen wir es so. Okay. Linie, was nennen wir die mal?
Warum nicht mal eine einzahlige? Also mit zwei Zahlen. So. Okay, haben wir wieder eine weitere Linie. Erstmal das. Und dann würde ich jetzt sagen, natürlich hier unten sollen dann auch noch Buslinien. Vielleicht zum Beispiel eine hier so um den Block drumrum. Na, dann haben die hier auch Busanbindung in der Stadt. Da freuen die sich. Sind die glücklich. Und das sollen sie ja sein. Von mir aus gerne so, dass die umsteigen können, ne? Da bin ich ja froh drum. So, wieder eine Linie. Und dann machen wir sicherlich noch eine mehr. 184 ist das jetzt zum Beispiel. So. Und dann vielleicht noch, jetzt haben wir da haben wir. Ja, man könnte jetzt noch innerhalb der Stadt eine machen. Aber lassen wir das erstmal so. Jetzt sind zumindest die wichtigen Sachen angebunden. Okay. Buslinien haben wir gemacht, die U-Bahn-Station haben wir gemacht. Das waren Sachen, die ich machen wollte, beziehungsweise die ich schon gemacht hatte. Dann hier soll ja der Central Park entstehen. Den lassen wir uns mal noch frei. Da werde ich dann ja mit eigenen Wegen und sowas einen kleinen Park zusammenbauen. Aber wir können natürlich weiter hier Flächen befüllen. Da würde ich zum Beispiel wieder so einen Zweierpark hinsetzen. Immer wenn ich so kleine Flächen sehe, denke ich mir, ja komm, da baust du jetzt nicht noch ein Gebäude hin, da baust du schön hier so ein... sowas hin. So, da Büros, dann hier die Flächen sollen natürlich auch befüllt werden. Gewerbe haben sie momentan vor allem noch Nachfrage, immer noch. Ja, und ansonsten Strom ist ja gegeben, Wasser ist gegeben. Die Müllversorgung ist, glaube ich, auch Klärchen. Krankenversorgung haben wir auch, beziehungsweise Totenversorgung, Totenentsorgung und Krankenversorgung haben wir auch. Die Feuergefahr, gut, man könnte sicherlich hier noch eine kleine Feuerwehr bauen da oben. So, zum Beispiel dort. Polizei ist in Ordnung, kann man auch nochmal eine kleine Station hier oben bauen. Dann haben wir das auch abgedeckt, das Gebiet. Ansonsten bei der Bildung sieht es so aus, Grundschule ist in Ordnung, allerdings würden sie sicherlich sich nicht beschweren, wenn wir da noch ein bisschen was bauen. Also eine Grundschule für die da oben. Wie sieht es aus mit den Oberschulen? Oh, da haben wir langsam kaum noch Kapazitäten, da würde ich sagen, setzen wir doch noch eine Oberschule. So, da oben hin. Jetzt muss ich nur wieder schauen, dass wir den Strom noch haben, weil das reißt man natürlich immer so weg und dann gibt es Probleme. Also diesen angebunden, diesen angebunden. Ja, und das Ding da drüben, ob das jetzt noch unbedingt braucht, da warten wir einfach ab, würde ich sagen. Die hier unten haben ja alle, insofern alles gut. So, hier das kleine Feld hier, das müssen wir natürlich auch noch irgendwie füllen oder wollen wir noch irgendwie füllen. Und natürlich nicht mit dem geraden Tool, sondern mit dem Kurventool. Aber das, ich mache da jetzt keine extra Anbindung mehr nach da drüben, das wird jetzt nur hier so gefüllt, dass wir da Gebäude bauen können und dann muss das reichen. Kann man ja hier zum Beispiel wieder so einen kleinen Fußweg drüber bauen. Die baue ich ja in letzter Zeit echt gerne. Okay, das sieht doch gut aus. Und dann füllt sich nämlich langsam aber sicher hier unser kleines Manhattan, zumindest im unteren Teil schon mal. Ja, also die Buslinien werden tatsächlich angenommen, wie man sieht. Nur ein bisschen, ne? Kaum Verkehr, ja, ja. Aber ich meine, solange es dann weniger wird mit den Autos, ist ja alles super. Haben wir wieder weniger Stauprobleme, wobei wir ja kaum so richtigen Stau haben. Ich habe sogar teilweise das Gefühl gehabt, es wäre zu leicht mit dem Verkehr, aber dann habe ich echt von anderen Leuten gehört, dass sie teilweise massive Probleme hatten, was den Verkehr anging. Und bisher haben wir ja noch nicht so richtig den Stress, also ich bin da echt zufrieden mit. Und was sich hier so entwickelt, da bin ich echt froh. Sieht einfach super aus, also ganz ehrlich. Richtig cool. So, was ist hier? Das Krematorium hat keinen Dings, aber die Busse, die fahren hier direkt vor der U-Bahn, die wird sicherlich dann demnächst auch gut benutzt werden. Hier kann man noch an den Gleisen weiterbauen. Das war ja sowieso das, was ich wollte, dass wir hier so an den Gleisen Häuser haben und sowas. Sogar da ist noch eine Fläche. Ich will gar nicht wissen, wie das aussieht, wenn ich da jetzt noch was hinbaue. Nee, lassen wir mal. Sieht bestimmt krass aus. Und wir wollen natürlich auch, das wisst ihr auch, solche einzigartigen Gebäude bauen, ja? Das war ja sowieso unser Ziel, hier im Manhattan-Teil so ein bisschen Hochhäuser und sowas zu haben. Einzigartige Sachen. Und ich meine, gerade hier am Central Park finde ich es ganz cool, wenn wir mal so höhere Gebäude setzen, wie das hier zum Beispiel. Und dadurch das Ganze noch ein bisschen mehr nach Großstadt aussieht. Und das war ja auch euer Wunsch. Also ganz viele meinten, ich soll hier Stadien und solche Sachen mal bauen.
Insofern bauen wir mal so ein paar von diesen Hochhäusern und so ein Gedöns. Was haben wir hier? Ein großes Einkaufszentrum. Oh, das sieht ja echt groß aus. Ist aber ziemlich groß. Passt ja nirgendwo hier hin. Wer hat sich das denn gedacht? Aber ob das dann schön aussieht, weiß ich auch nicht. Könnte man natürlich noch verschieben später, aber... Was haben wir hier? Eine Steuerbehörde. Colossal Order Büro. Naja, gut. Also, kann man ja alles später noch überlegen. Ansonsten auch Parks natürlich gerne, wenn wir haben. Kleinere Flächen da oben zum Beispiel, sehe ich schon, sind sie sehr unzufrieden. Was Parks angeht. Also, da könnte man denen noch ein bisschen Abhilfe schaffen, indem man hier zum Beispiel diese kleineren Parks mal setzt. Weil die kosten nicht so viel, die sind klein und die bringen aber trotzdem auch mit in der Masse dann doch auch Zufriedenheit. Man hat natürlich in diesen Vierteln kaum Flächen, die nicht bebaut werden können oder wo nur so einzelne Flächen frei sind. Insofern muss man da dann auch mal richtige Parks setzen, aber... Ja, man reißt natürlich einiges weg. Na, da wird einiges weggerissen an normalen Gebäuden, wenn man jetzt hier so Parks setzt, aber... Dann sind sie zumindest ein bisschen glücklicher und man sieht ja auch direkt, dass sie alle aufsteigen und zufrieden sind. 37.600 Leute momentan, wobei es wieder ein bisschen weniger wird. Und wir haben tatsächlich unseren ersten richtigen Stau hier drüben. Das ist mir auch bei der Aufnahme schon vorhin aufgefallen. Da ist aber so ein bisschen das Problem, also man müsste noch, die wollen halt alle in die Stadt hier von dieser Autobahn, man müsste halt noch irgendwie entweder hier noch eine Anbindung gut in die Stadt reinbringen, hier ist nämlich jetzt auch inzwischen ziemlich viel Verkehr rüber. Oder, also weil hier ist ja eine Abfahrt, die aber kaum benutzt wird. Man bräuchte halt früher noch eine Autobahnabfahrt als dort. Haben wir aber nicht so richtig den Platz für. Oder aber man sagt, die sollen noch weiterfahren und macht die erstmal weg. Kann man auch. Können wir mal gucken, was passiert, wenn ich die wegmache. Fahren die alle weiter? Müssen sie ja. Und fahren dann alle hier raus, ne? Ist die Frage, ob es dann weniger Stau gibt. Dann werden sie sich hier genauso tummeln wahrscheinlich. Vielleicht sogar mehr. Naja, hier sind auch noch Ampeln. Die können wir natürlich wegmachen. So, wenn wir die Ampeln wegmachen, dann sollte es vielleicht ein bisschen besser werden, aber... An sich wäre es schon ganz gut, die Autobahn hier zu haben, aber ich meine, es gibt halt massiven Stau. Hier sind auch noch Ampeln, die können wir auch noch wegmachen, aber es ist, hatten wir, glaube ich, vorher auch schon nicht. Na, muss man mal beobachten, weil das Problem ist halt so ein bisschen, dass wir hier vorher nirgendwo von der Autobahn runter können. Doch, hier geht's sogar. Tatsache, dann können wir mal gucken, ob das was bringt, ob die da runterfahren. Wenn ja, dann haben wir nämlich wieder ein bisschen weniger, dann verteilt sich's wieder ein bisschen, aber hier fährt momentan noch keiner runter. Noch wollen sie es nicht nutzen. Doch, da fahren die ersten. Weil dadurch könnte sich das vielleicht ein bisschen verstreuen. Dann hätten wir das nicht so viel auf einem Fleck. Ja, sieht auch cool aus. Ich freue mich auch schon darauf, dann da oben mit Kreisen weiterzubauen. Aber erstmal wird natürlich hier noch ausgebaut. Auch hier entstehen jetzt schön Häuser an der Klippe. An den Gleisen. Da haben wir teilweise Bahnhof und Parkplätze. Die Busse werden viel benutzt. Inzwischen auch. Ich denke aber, dass die U-Bahn immer noch benutzt wird. Ja, aber nicht mehr so ganz viel. Jetzt fahren sie auch mit Bussen, mit roten Bussen hier. Sehr schön. Und überall sprießen die Häuser weiterhin. Das ist schon ganz cool. Beschwere ich mich natürlich nicht. So, was haben wir noch? Gewerbebedarf. Dann würde ich jetzt aber zum Beispiel mal hier die Stromleitung wegmachen. Weil ich denke, die brauchen wir dann ja nicht mehr. Wenn wir das Gebiet zum Beispiel jetzt hier füllen, dann brauchen wir die wahrscheinlich nicht mehr. Dann schlägt das, denke ich, über. Beziehungsweise hier ist sogar schon komplett übergeschlagen. Das heißt, das kann ganz weg hier. So, das kann weg. Und dann haben wir jetzt nur noch die Anbindung nach da drüben. Also es wird ja früher oder später wird es wieder eingebildet. Man muss halt am Anfang Stromleitungen haben, danach braucht man die ja nicht mehr. Oh, das ist ja ganz cool. Da sind sogar jetzt noch Häuser entstanden. Direkt am Park dran. So. Sieht das gut aus oder sieht das gut aus? Also, ich fand es ein bisschen ärgerlich, dass der eine Part nicht aufgenommen wurde, weil da hatte ich schon ganz gut gebaut und so, aber jetzt habe ich das weitestgehend wieder alles hingebaut, zum Beispiel hier die U-Bahn-Station, die Busse, die Schule und solche Sachen oder hier das zu füllen und so, und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt klappt. Genau, hier, wunderschön. Ja, wir können halt hier auch noch Bäume füllen, hier so in den Flächen, so ein bisschen zumindest, ne, wenn da so leere Flächen sind, aber das kann man auch alles später noch machen, Bäume füllen, das ergibt sich dann so. Tschu, Bäume. Aber da werden ja sowieso noch Häuser gebaut werden. So, ne? Kann man hier noch ein bisschen machen. Naja, aber es sieht auch schon ganz cool aus. Ich bin echt zufrieden. Und ich hoffe, der Part hat jetzt aufgenommen. Und wenn ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, euch einen schönen Tag und alles Gute.
aus Skylines. Euer Walle, bye bye. Zum Wagen. Ich weiß nicht, ob der aber auch irgendwie als als Performance oder als Rennwagen möglicherweise sogar, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube eher nicht, aber man könnte ja mal gucken. So, jetzt einmal hier in die... Oh, das sieht aber richtig schön aus hier. Schaut euch das an, diese...